Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Keep Talking and Nobody Explodes in einer Nobody Explodes. Ja, hallo zu der Couch Sächsisch Edition. Nee, ist kein Sächsisch. Es leuchtet einfach nur. Wir spielen heute eine kleine Special Edition, weil wir sind momentan ein bisschen am Umräumen. Das heißt, wir sitzen jetzt genau nebeneinander. Ich kann Special sie halt Edition, das ist einfach nur eine billige Edition. Das ist die Handy-Edition. Sie hat jetzt keinen eigenen PC. Sie muss jetzt dieses manuell auf dem Handy ablesen. Ich bin arm. Das ziemlich gemein ist. Ja, wir sind momentan Spendet. Am Umräumen. Wird es wahrscheinlich irgendwann nochmal einen kleinen Vlog dazu geben. Wir erinnern nämlich gerade ein paar Sachen. Das heißt, wir sind gerade ein bisschen in Notdurf. Und Hearthstone Adventure ist noch nicht draußen, weil das erst um 5 Uhr morgens kommt am Freitag. Weil wir in der EU leben! Ich liebe das. Fuck you! Okay. Also. Keine lange Rede, kurzer Sinn. Nee, kurz. Kein, wie war das Sprichwort? Lange Rede, kurzer Sinn. Genau. Ich bin so klug. Wir haben es ja letztes Mal vorgelesen. Bombe, wir brauchen ein bisschen mehr Attention. 6 Module, 5 Minuten Zeit, 1 Strike. Ich würde sagen, wir legen los. Bam, bam. Wir sitzen jetzt wirklich nebeneinander, also sie könnte jetzt theoretisch auf diesen Bildschirm gucken, aber sie macht das nicht. Tue ich aber nicht. Ich gucke hier auf meine Zeichen. Ich nicht. Guck nicht auf meine Zeichen. Okay, also wir haben wieder Kabel. 6 Stück an der Zahl. Alle Farben haben wir. Alle Farben. Rot ist 2-mal. 3 Batterien. Seriennummer, ungerade, gerade. Ungerade. Also die erste, ne? Die erste ist ungerade. Die letzte ist auch ungerade. Seriennummer generell. Na, ungerade. Vierte Kabel. Das vierte? Ja. 1, 2, 3, 4. War richtig. Okay, wir haben. Ich höre es jetzt selbst. Wir haben. Okay, wir machen das. Was ist das denn? Wir haben ein neues Modul. Okay, wir machen wieder diese Zahlen, also diese. Symbole, ja. Wieder umgedrehtes C mit einem Punkt drin, oben mit einem Strich nach unten, umgedrehtes Fragezeichen und ein nicht ausgefüllter Stern. Okay, O mit Strich. Ja. C. Ja. Stern. Ja. Haben wir schon. Okay, was ist das hier eigentlich? Kann ich nicht sagen, ich darf nicht raufgucken. Hier ist irgendwie so ein Hebel und dann läuft eine Zeit runter. Ich guck mal Warte kurz. Warte mal. Ah, nee, jetzt weiß ich, was mit der Bombe gemeint ist. Guck mal, wir haben den gelben Knopf, wo Hold draufsteht. Ich habe hier so einen Hebel bei mir an der Bombe und diesen Hebel muss ich alle 45 Sekunden mal gedrückt halten. Ja, weil sonst geht wahrscheinlich die Bombe hoch. Also ein gelben Knopf? Gelben Knopf, wo Hold draufsteht. Wenn der Knopf gelb ist, halten Sie den Knopf gedrückt und folgen Sie den Anweisungen des Loslassens. Okay. Gelb. Gelb, wenn 5 in einer. Na, war gerade vorbei. Position. Guck schon mal, roter Knopf, wo Press draufsteht. Okay. Gut, dass wir die andere Seite erst schon so schnell hatten, weil sonst hätten wir jetzt bei dem Problem. Oh, wir haben noch gar nicht geguckt, ob mehr als 2 Batterien. 3 Batterien. Und ein Indikator mit der Beleuchtung FRK. Nein, hatten wir nicht. Okay. Dann, der Knopf ist rot? Ja. Ach nee, da steht Press drauf, okay. Press mit rot. Dann drücken. Ja, und ist gelb. Wieder 5, ne? Ja. Wir haben die komplizierten Kabel. Also die mit Pünktchen und... Oh, das sieht ja lustig auf. Wir haben ein blaues Kabel, wo Licht dran ist. Komplett blau, wo Licht. Ich kann jetzt auch nicht wild rumklicken, weil wir würden sonst hochgehen. Ein Fehler und wir sind weg. Wir haben aber noch 2,45, also du hast genug Zeit. Das klappt ja mit dem Handy. Blau und LED. Blau und LED. Blau, LED, noch was? Nein. Blau und LED. P. Hat die Bombe einen Parallelport? Parallelport? Irgendwelche Ports? Parallelport? Also sie hat Ports, aber ich weiß nicht, wie ein Parallelport Parallelport aussieht. Ist so ein, na, so wie so ein SCART, nur nicht so ein kompletter SCART-Stecker. Nee, ich denke nicht, nee. Kann das Kabel nicht durchschneiden. Okay, ein blaues ohne LED. Ein blaues ohne LED, Das dürften keine Parallelports sein. Wir haben die 2 Ports, Ziffer der. Die letzte Ziffer der Seriennummer ist gerade oder ungerade? Ungerade. Dann nicht durchschneiden. Rotes mit Stern. Rot mit Stern. Pünktchen, Pünktchen. Dann. Wir haben auch ein rotes mit LED noch, aber guck erstmal rotes mit Stern. Wieder kein C, das finde ich wieder lustig.
1,20. Ich würde jetzt sagen, nicht durchschneiden, aber... Okay, guck mal, rotes mit LED. Rotes mit LED, LED. Rot und LED sind die dicken. Eine Minute. Kabel durchschneiden. Okay, wir müssen noch eins. Wir haben blau-weiß gestreift mit Sternchen. Blau? Und wir haben blau-rot gestreift mit Sternchen. Blau mit Sternchen? Blau-weiß mit Sternchen. Weiß habe ich hier gar nicht. Also durch gestricheltes Kabel. 30 Sekunden. Ja, mit Blaumarkierung ist mit Sternchen die... Das hatten wir doch schon mal. Blau mit Sternchen? Durchschneiden oder nicht? Nicht durchschneiden. Das Rot, also Blau-Rot mit Sternchen? Blau-Rot mit Sternchen. Ja. Rot. Muss es eigentlich sein? 15 Blau, Sekunden. Blau-Rot mit Sternchen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Die... Nicht durchschneiden. Wir müssen aber noch eins durchschneiden. Eins müssen wir noch durchschneiden? Dann wahrscheinlich das, wo ich gesagt hatte, nicht durchschneiden mit dem C. War es richtig? Ist es Parallelport? Zeig mal. Nee. Aber wir mussten es durchschneiden. Das ist ein Parallelport. Was ist ein Parallel? Das da. Ah, ich würde sagen, so ein Massenport, also so ein Riesenstecker hätte es sein können. Ja, gut. Okay, ja. Nee. Wir haben es geschafft. Unglaublich, wir haben es geschafft. Das Ding ist, hier Top war wieder... Top 100%. Hier war wieder Markierung mit C, ne? Ja. Also ein Symbol C drin, Buchstabe C. Und ich habe hier nur Letter D, N, S, P, B. Ich würde sagen, wir machen direkt die nächste Bombe. 5 Minuten Zeit, 5 Minuten, 1 Strike. Also wir dürfen jetzt bei gar keiner Bombe Fehler machen. Behalte deine Augen auf den Preis und auf der Uhr. Okay, pay attention. Ich trinke meinen Schluck. Das ist was für mich. Ja, gönn dir einen Kaffee. So, bist du bereit? Ja, ja. Dann starten wir. 5 Module, 5 Minuten Zeit, kein 1 Strike. Das heißt, wir dürfen keinen Fehler machen und, ja. Okay, ich fange direkt an. Wir haben Simon Says. Hm. Okay, ich habe wieder diese Kabel. Okay, Simon Says. Wir haben... Vokal? Nein. Kein Vokal, okay. Kein Licht? Strike auch. Licht? Licht? Wie Licht? Na, was, wie leuchtet das? Blau. Dann gelb. Rot? Blau. Gelb? Rot. Wir haben es, okay. Wir haben wieder die vier Symbole. Ja. Ein Omega-Zeichen, eine komische 6. Also du weißt, was ein Omega-Zeichen ist. Jetzt hat die Schnauze 6. Ein H mit einem Querstrich und ein Dreizack. Omega, ich muss kurz gucken, wo das Omega-Zeichen ist. Naja, lass die Seite, ich mach grad mal hier das, zack. Ein Omega, eine 6 und ein H mit einem Strich, ja? Dann die 6. Ja? Warte, eins hat mir doch gefehlt. 6, Omega, wow, gut, dass du es jetzt sagst. H mit einem Strich. Was hat noch gefehlt? Ein Dreizack. Dreizack. Ne? Dann den Dreizack. Ja. H, Omega. Okay. Dann, wir haben drei Kabel. Weiß, gelb, schwarz. Die normalen Kabel. Ja, ganz normale Kabel. Wenn ich jetzt sage Kabel, meine ich nur normale Kabel. Weiß, gelb, schwarz. Das letzte ist ein schwarzes. Das letzte Kabel durchschneiden. Oh. 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 Ist das alles, was du zu sagen hast? Oh. Vor allem die Bombe war so schön leicht. Okay, wir machen direkt noch einen Versuch. Was sagst du? Ich habe hier einen ganz kleinen Text. Ja, wir haben genug Zeit. Okay, wir fangen... Oh Gott, jetzt ist alles hier auf der Seite. Ich habe noch was anderes. Okay, erstmal einen blauen Knopf, wo Detonate draufsteht. Wir haben 2, 3, 4 Batterien. Vier Batterien. Knopf mit Detonate. Ich habe jetzt ein anderes Ding, aber da steht irgendwie drücken und unmittelbar loslassen. Okay, wir haben's. Wir machen das Labyrinth. Okay, pass auf. Die grünen Knubbel. Was ist das? Sind in der dritten Reihe von unten ganz rechts und 2 links daneben. Sorry, was? Dritte Reihe von ganz unten? Dritte Reihe. Ganz rechts.
Und, also, das Ding hat 6 Reihen. Also in der 4. Reihe von oben und in der 3. von unten. Ganz rechts ist ein grüner und 2 links daneben. Ach so, dann weiß ich. Ja, wo bist du? Okay, ich bin, ganz links, 2. von unten. Und das Ziel ist, es sieht aus wie so ein Penis. Das Ziel ist, 3 in der Mitte, also 2... zwei höher als die Knubbel in der Mitte, genau von denen. 2 höher, ja? Ja, 2 höher. Dann musst du nach unten. Ja? Rechts. Ja? Rechts. Ja? Rechts. Ja? Hoch. Ja? Hoch. Ja? Hoch. Ja? Hoch. Ja? Scheiße, einer zu viel. Das ist die Scheiße hier auf dem kleinen Bildschirm. Wir machen es gleich nochmal. Das ist halt wirklich kacke. Sonst konnte ich immer so mitgehen. Ja, ja, okay. Ich weiß aber gar nicht, was wir da hatten. Okay, wir haben wieder Simon Says. Wir haben... Was brauchst du zum Vokal in der Seriennummer? Ja. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Und das Licht leuchtet blau. Das heißt, es müsste eigentlich wieder gelb sein, ja, ne? Grün? Ist grün. Rot war gelb und blau war... Rot war blau. Ja. Wir haben es aber schon. Ja, wir haben es. Wir haben wieder die 3 Zeichen. Wir haben wieder einen nicht ausgefüllten Stern. 4 Ein Zeichen. CO. Ja. Ein umgedrehtes C mit einem Punkt drinne unten. H, was ganz schlangenförmig ist. Nicht ausgefüllter Stern. CO. Umgedrehtes C mit Punkt drinne und so ein H. C mit Punkt. Ja. CO. Ja. Stern. Okay. Wir haben Kabel. 4 Stück, kein Blau. 4 Stück, kein Blau. Warte mal. Alle eine andere Farbe? Ja. Das heißt, wir haben Weiß, Schwarz, Gelb, Rot. Das letzte ist das Weiße. Es gab keine Blauen, oder? Nein. Gut. Zweite Kabel durchschneiden. Okay, wow. Wir haben das Wörterrätsel Jua, also Jua mit Apostroph. Jura, rechts zweite. U-H-H-U-H. U-H-H-U-H. Okay, was hast du da drin? Jua, U-H-U-H, dann U-H-H-U-H, Jua mit Apostroph und Schur. U-H-H-U-H. U-H-H-U-H, okay, haben's. Jetzt steht da Raid, also Read, wie lesen. Mann, wieso wieder reden? R-E-A-D. Rechts zweite. U-H-U-H. U-H-U-H, was hast du drin? U-H-H-U-H. U-A ohne Apostroph, like, U-H-U-H, U und einfach nur U. U. Okay, letztes, dann haben wir die Bombe auch schon. Okay. Rechts oben. Like. Like. Du, 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 du. Oh, da. Was hast du drin? U-H-H-U-H, like, next, sure, what, mit Fragezeichen und dann. Next. Wir haben's. Boah. Ich würde sagen, wir machen noch eine Bombe. Gucken mal, ob die Bombe noch irgendwas Spezielles hat, weil sonst würde ich sagen, machen wir langsam Schluss mit dem Let's Play. Weil diese Dinger, wo man sich konzentrieren muss, ist zwar ganz nett, aber die Sache ist, erstmal ist jetzt nur eins gerade da. Gut, es können auch mehrere werden. Zum Beispiel bei Multitasker, glaube ich. Wollen wir die einfach machen? Ja, mach mal. In die extra Arm wird really helpful hier. 6 Module, 5 Minuten Zeig, 1 Strike. Jupp. Dann machen wir die. Weil die Bomben, da kommt nichts mehr großartig Neues, finde ich. Es würde jetzt auch langsam ein bisschen langweilig, weil langsam haben wir so ein bisschen drauf. Okay, wir haben... Okay, hier habe ich 3 Dinger. Wir haben dieses Wortding. Mit den Wörtern. Guess, ja. Was? Ja, ja, mach mal. Achso, da muss ich mal raufklicken. Ja, wir haben dieses Wortding. Erste Zeile. D-H-C-G-T-P-D-H-C. Ein bisschen langsamer nochmal, bitte. Warte, ich muss mir ganz kurz... ich muss mal ganz kurz hier, ganz kurz runterfahren hier. Ich weiß nicht, was so ätzend ist, aber wir müssen nur 3 Dinger machen. Okay, dreh dich. Der Donate, what the fuck? Nein! Okay, C, G, T,
Also ich versuche mal mit T, weil ich glaube... Okay, nee, ich habe im zweiten kein H. G, C, H, D, P, T, nimm mal P. T. Ja, P. Hast du ein L danach oder ein O? O habe ich, ja. Dritte Stelle in I. Warte. Ich muss hier ganz kurz mal Bombe entgasen. Ja, das ist gar nicht so... Vor allem sind die jetzt direkt losgegangen. Was habe ich? Dritte in I habe ich? Ja, dann ist es Point. Okay, habe ich. Wir haben das Labyrinth. Wir machen erstmal die Knöpfe. Umgedrehtes C mit einem Punkt drin. Nicht ausgefüllter Stern. Umgedrehtes Fragezeichen und H mit so komisch geschrieben. Umgedrehtes C mit einem Punkt. Ja. Was hat es? Nee, warte, nicht drücken. Ja, ich drück's nicht. Was hast du noch? H mit diesen Kringeln. Warte, ich kann es gleich mal sagen. Bendgas, ja. Das ist gerade extrem nervig. Umgedrehtes C mit einem Punkt und nicht ausgefüllter Stern. Umgedrehtes Fragezeichen und Kringel H. Dann C. Ja. Stern. Ja. H. Ja, ja. Okay, wir haben das Labyrinth. Das Grüne, ein Grünes ist ganz links, zweite von Moment, unten. Moment, ich muss suchen. So, jetzt. Das erste Grüne ist ganz links, zweite von unten. Ganz links, zweite von unten. Warte, ich such's. Und ja. Das andere ist das dritte von links. Warte, und zwar, ich glaube, ja, zweite von oben. Wo bist du? Ich bin ganz oben, zweite von rechts und das Ziel ist im linken, also ganz linken. Ganz oben, zweite rechts, ja? Ganz oben, zweite von rechts und das Ziel ist links in dem Grünen drin. In dem linken Grün. In dem linken Grün ist es drin. Ganz rechts. Eins weiter, ne? Ganz rechts und eins nach links bist du. Ganz rechts und eins nach links, ja, aber trotzdem ganz oben. Genau, okay, dann musst du. Warte. Ja? Ich muss nur ganz kurz hier nochmal, ich will nochmal Luft rauslassen. Dann haben wir gleich Zeit fürs Labyrinth, 40 Sekunden. Drei nach links? Drei nach links, ja. Zwei nach unten? Ja. Eins nach links? Ja. Und dann runter. Haben's geschafft. Ja, also. Ja, ich weiß nicht, also. Da sind jetzt Sachen dazugekommen, aber ich finde diese Bomben, auch wenn du keinen Strike mehr machen darfst, aber die zählen halt als Module dazu. Das heißt, je mehr du von diesen Dingern hast, desto weniger musst du machen. Hier ist noch Module. Theoretisch könnten wir es nochmal umdrehen und gucken, wie du dich schlägst mit dem Erklären. Friendish. Ha, ich weiß nicht, aber wollen wir das wirklich machen? Weil das Projekt ist auch schon... Ja, das stimmt schon. Also ich würde sagen, wir machen Schluss mit Keep Talking and Nobody Explodes. Es war ein lustiges Let's Play, ein lustiges Minispiel. Ich glaube, das Spiel kostet auch nicht viel. Es muss sich nur einer holen. Ich glaube, 10 Euro oder so hat es gekostet. Ich weiß es nicht ganz genau. Kann man sich auch teilen. Ja, kann man sich auch teilen. Man kann es halt auch nochmal abwechselnd machen. Aber ich würde sagen, wir haben genug gesehen, weil so langsam, finde ich, schaffen wir die Bomben zu gut. Da ist keine Action mehr hinter. Wir brüllen uns nicht mehr an. Ja, wir brüllen uns nicht mehr an. Unglaublich. Dabei ist das bei uns so... Ja. Ich weiß nicht, das... Es rettet uns einfach, aber das wollen wir nicht. Nein. In Stresssituationen brüllen wir uns eigentlich immer an. Also es ist eigentlich keine Stresssituation mehr. Ey, Fotze, wir machen das so, wie ich gesagt habe. Toll, jetzt kannst du es nicht mehr monetarisieren. Ist mir auch egal, mein Gott. Das Ding heißt Keep Talking, Nobody Explodes. Nach heute dürfen wir es eh nicht mehr monetarisieren, ja? Ja, mein Gott, heute war übrigens Barcelona, leider. Sehr traurig. Was hast du denn da gerade gemacht? Ich habe versucht, ein Kreuz zu machen, das Mikrofon war im Weg. Entschuldigung. Das ist nicht lustig, okay. Nein, der Anschlag ist nicht lustig, aber dein versuchtes Kreuz. Ja. Nicht schlecht. Das war's auf jeden Fall mit Keep Talking and Nobody Explodes. Wir hoffen, es ist soweit gefallen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier langsam Schluss. Und wir gucken mal, es kommt noch ein anderes Spiel raus, was wir zu zweit ganz gerne spielen würden. Das kommt aber erst in ein paar Tagen raus. Bis dahin müssen wir mal gucken, was wir noch so als Filler machen. Die Sommerpause geht ja zum Glück langsam vorbei. Ja, wir haben Herbst bald. Ja, trotzdem 30 Grad. Das war's soweit. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaltet ein, wenn wir irgendwas anderes wieder spielen. Lasst uns wissen, wenn ihr irgendwelche speziellen Wünsche mal habt. Irgendwelche coolen Koop-Spiele, die man zusammenspielen kann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.